Sascha Huber, meine Freunde, hat ein bisschen was hochgeladen. Sascha Huber hat den 24-Stunden-Survival-Militär-Höhlenmarsch angetreten. Megamarsch durch die Wildnis mit Sascha Huber, Leute. Bist du deppert? Das schauen wir uns an. Auf geht's. Perfektes Trinkwasser. Okay, Sascha Huber hat sich einfach der Spezialeinheit angeschlossen aus Langeweile. Er hat ja noch nicht genug erlebt. Oh, Sascha Huber hier, beim Militär, bist du denn deppert? Junge, das ist jetzt aber schon big. Der Militär-Höllenmarsch. Mit echten Waffen, ne? Klar. Junge, Junge, Junge. Hier, Freunde, wie geht's euch? Gut, hallo und herzlich willkommen in einem neuen Video von mir. Freunde, heute ist es soweit. Heute steht der 24-Stunden-Survival-Militärmarsch an. Alter. Also heute warten viele Stationen Junge, auf mich. Junge, es donnert, es blitzt, Freunde. So starten wir jetzt rein. Den Tag, die Nacht, bis morgen, Freunde. Ich wünsche euch immer die krassesten Sachen. Es geht los und viel Spaß. Ey, Sascha. Bist du deppert, Sascha? Was machst du denn da? Krankes Video mal wieder. Ja, Freunde, also wir sind heute beim Jägerbataillon 25 und heute wird's richtig wild. Also, was erwartet mich? Und erstmal danke, dass ich mit am Start sein darf. Herzlich willkommen in der 5. Marschgruppe. Ja, ich werde jetzt natürlich nicht verraten, was auf dich alles zukommt, weil es ist part of the game. Ich hab gehofft, dass es so klappt. Auf jeden Fall am Ende des Marsches wirst du dir den Barett verdient haben. Aber also, das haben wir noch nicht. Es geht darum, ein Barett zu verdienen, aber vorerst heißt er... Barett ist so ein Abzeichen-Chat. Er soll den Marsch bestehen, mit Waffe, Helm... Weißt du, wo Sascha wohnt? Ja, ich würde jetzt gleich kurz seine Adresse einmal im Chat mit einer Anfahrtsbeschreibung leaken. Freunde, circa 30 Kilogramm Gepäck und ja, über Stock und Stein. Und das jetzt heute Morgen. Es wird richtig wild, ihr seht es schon. So startet das Wetter. In diesem Sinne, Freunde, viel Spaß mit dem Video. Let's fucking go! Die haben aber auch ein saftiges Tempo direkt, ne? Und erstmal in den Wald rein, Junge. Holy shit. Ja. Eine Mütze ist das. Ja, ach, das ist die Mütze, okay. Und naja, ich sehe schon, da vorne ist irgendeine Station. Mal schauen, was da auf mich zukommt. Wäre ich nichts Unbekanntes, da jetzt Station 1 abseilen. Du hast jetzt da grob 25 Meter unter dir, wo du abgelassen wirst, entlang einer Felsmauer. Junge. Der Fels ist eigentlich sehr griffig, ja, nur jetzt durch dieses Regenwetter, was wir Scheiße, haben, Alter. Doch etwas rutschiger als sonst. Du gehst mit permanentem Kontakt zur Wand einfach immer Schritt für Schritt okay. runter. Also schauen wir uns das jetzt mal an da. 30 Kilo mit sich rumschleppen, ist halt schon tot, ne? Fuck. Fuck, das ist nicht echt genug. Ja. Scheiße. Ja, ich weiß was. Da muss ich jetzt runter. Und das ist meine Höhenangst. Ihr wisst es ganz genau. Wahrscheinlich sucht ihr demnach immer die Challenges aus. Ich hasse euch, Freunde. So, aber jetzt auf geht's. Alter. Oh mein Gott. Rüber. Einfach nicht aufschauen. Scheiße. Ja, nächsten Fuß. Genau so. Ja. Junge, Sascha Huber, einfach Spezialeinheit. Die Hände mal weg und dann fahren wir schön. Oh mein Gott, Freunde. Aber das macht krank Bock. Holy shit. Fuck. Wow. 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 Scheiße. Oh. Oh. Scheiße. Seilfrei. Oh mein Gott. Junge. Holy shit. Eier aus Stahl. Schaut's mal rauf. Einfach auslassen. Einfach das Seil auslassen und sie runterfallen lassen. Das braucht richtig viel Cojones, zumindest für mich. Auf alle Fälle. Das war die erste Challenge. Vor dem Berg rauf, jetzt runter sein und jetzt geht's erst richtig los. Holy shit, aber mein Herz pumpt jetzt schon. Ey, 24 Stunden halt rumlaufen, ne? Mit Tasche, weil ich leider bin. Luca, wie weit laufen die denn? So, Freunde, sieht man die Burg da hinten? Da sind wir gestartet.
da so entlang. Alter. Den Berg hoch. Und ja, das war jetzt der erster Berg. Anscheinend kommen noch mehr Berge auf mich zu. Junge, aber, what? Ich bin jetzt schon echt gut tot, ich sag's euch. Ich bin richtig schnell. Und ja, die Waffe hänge ich natürlich auch schon langsam an. Rucksack sowieso, ja. Sascha, ich verstehe kein Wort, aber ich glaube dir, dass es anstrengend ist. Einfach weitergehen. Einfach weiter marschieren. So, keine Ahnung, ob ihr das seht, aber da geht's richtig steil runter. Und ja, da haben wir gerade eine in der Wand drin, aber da müssen wir runter. Weiter geht's. Ja, scheiß drauf. Junge. Ich kann die Kamera wegpacken, weil ich brauch zwei Hände dazu. So hängt man drin. Fuck. Der muss da gerade hochklettern. Ja, die anderen Jungs sind nach da oben. Ja. Geil, oder? Holy shit. Gut, weiter geht's. Nächste Depp. Nächste Station, ey. Junge. Endlich. Ja, jetzt haben wir ein paar Stunden gegangen. Ja, bergauf, wie bergab. Alter, wir sind den Hang runtergerutscht wie nix. Arsch da, richtig knapp gewesen. Aber voll. Jetzt sind wir voll wieder da. Und jetzt nächste Station. Was passiert da? Ich sehe schon. Leute ziehen sie aus. Ich glaube, es ist zum Schwimmen. Nein. Aber da sind keine Krokodile drin, oder? Sascha und seine Krokodilpsychose. Geil. Nein, nur Seeschlangen. Ja, ein scheiß voller Check, Mann. Österreich spricht durch ihn, Digga. Österreicher Gigachat. Shit. Ja, sagt ungefähr 25 bis 30 Kilo. Bin echt zerstört. Sind da nur Klötze drin oder irgendwas, was man auch braucht? Aber, no fucking excuses. Weiter geht's. Maschine. Ich lieb den Scheiß. Was für ein Macher. Das ist doch geil. Er ist schon direkt komplett eingegipst. Wie ihr seht, haben wir überall ein bisschen Leukoplast drüber geklatscht, um eben Blasen vorzusorgen. Ja, ob es was bringt, werden wir dann bald sehen. Wenn wir dann sowieso wechseln müssen nach dem Schwimmen, ist natürlich alles komplett nass, so wie es jetzt auch schon. Komplett feucht. So, es kann Zeit zum Jammern. Hilft das? Ah, deren Ausrüstung ist da drin und sowas, okay. Wollen wir schon dabei sein? Kurzer Legflex. Ja. Sascha, du willst nur deinen Schwanz zeigen, Junge. Passt schon. Aber ja, könnte besser sein, aber bin zufrieden. Ja. Junge, wie anstrengend. Ja, Freunde, also Seeschlangen sind jetzt meine kleinste Sorge. Jetzt geht es eher darum, dass das ganze Zeug nicht nass wird. Das ist natürlich doppelt so schwer. Aber gut, das meiste ist ohnehin schon feucht vom Gewitter am Anfang. Und ja, Alter, Junge, wie stressig. Let's go. Die KSK Hell Week, ja, habe ich schon mal von gehört. Wir werden für die ganzen Müllsäcke durch die Gegend schwimmen. Oh, da war gerade auch eine Frau dabei, die es macht. Großen Respekt für jeden, der das durchzieht, ehrlich. Jetzt übers Wasser drüber. Keine Ahnung, was mir jetzt noch erwartet. Jetzt geht aber schön langsam. Es wird noch ein bisschen dauern. Dann haben wir die Sonne unter in ein paar Stunden. Ja, wir gehen noch die ganze Nacht durch, Freunde. Fuck. No, fuck. Die laufen nachts das heißt, durch. Hier, das abgeklebt runterfetzen und dann trocknen, direkt wieder rüberkleben und wieder rein in den Schuh. In die gleichen Socken, hab kein zweites Paar mit. Scheiß drauf. Auf geht's. Schaut gut aus, ich glaube, es ist alles trocken geblieben. Ja. Tipptopp. Auf wieder mit meinem Hut und weiter geht's. Was für ein Macher dieser Typ. Essen die auch? Nein. Es werden die gegessen, die hinfallen. Wieso verstehst du so gut Österreichisch? So. Keine Ahnung, ich hab mir nie da. Tue ich das? Direkt bei der nächsten Location nachkommen, wie spektakulär schaut das aus. Ja, da kriegt man direkt wieder Energie. Das dürfen wir dann gleich mitfahren. Danke, gell? Bitte. Ja, heute mit der Feuerwehr am Start. Bundesjahr durfte mit der Feuerwehr zusammen. Jetzt dürfen wir da einsteigen und mit umfahren. Gepäck auf. Auf geht's. Ja, ich muss sagen, daran kommt man sich gewöhnen. Aber ja, für mal zwei Minuten haben wir kurz mal Pause. Man unterschätzt, glaube ich, wie anstrengend Militär und Krieg ist. Ne? Also, ich glaube, die ganzen Jungs, die zu Hause Warzone spielen, denken sich immer so, ja, Digga, ich gehe in den Krieg. Ich glaube, es gibt nichts anstrengenderes körperlich und mental als das, wa? Und beschisseneres natürlich sowieso, klar. Die Feuerwehr. Ja, das ist er. Jetzt einmal übersetzen, ja. Geil gemacht aber mit dem Google Earth-Ding, wirklich. Ja, hätte für mich was länger dauern können, aber jetzt direkt weitermachen. Und natürlich auch muss ich echt mal besonderen Respekt aussprechen. Also absoluter Respekt, also da in der Männerdomäne sich zu behaupten. Ja, das wollte ich gerade sagen, ne? Und da mitzumarschieren, absoluter Wahnsinn. Also
Ist nicht der erste Marsch, stimmt's? Nein, ist nicht der erste. Ist schon heute mittlerweile der dritte dann. Krass. Von dieser Art. Kurze Ladestation. Ein bisschen aufladen. Also Soft am Start, Nektarinen sind am Start, Obst ist am Start. Tipptopp. Jetzt heißt noch direkt für die Marsch in der Nacht alles vorbereiten. Reflektoren, Knicklichter und so weiter. Ja, wenn man uns auch gut sieht. Steh auf dem Bizeps. Ich glaube, das Teil reicht nicht für den Bizeps. So, perfekt. Auf geht's. Kleiner Zwischenflex hier. Du, die rennen einmal durch ganz Österreich. Was ist denn das? Verwundetentransport. Dann ist auch mitten in der Nacht. Einfach mal ewig lang spaziert. Ich kann natürlich mit der GoPro nicht immer mitfilmen, weil man sieht nichts mehr. Deswegen danke, dass du wieder am Start bist. Perfekt mit Licht. Schaut gleich ganz episch aus. Aber auf alle Fälle, was nicht so episch ist, sind meine Schultern und meine Füße. Und ich sehe schon. Jetzt geht's direkt weiter. Ja, Füße, Schultern ich komplett gefickt, halt, ne, klar. Weiß nicht, ob ich so kosten Handschuhe anziehen. Fuck. Scheiße. Ich muss sagen, ich werde super supported und motiviert. Also, absolute Maschine da. Was sind das für Menschen? Holy shit. Start. Geht schon heute Step brav mit. Ja, ist zufrieden? Ja, tipptopp ist jetzt. Gutes Tempo eigentlich, gell? Ja. 5-6 km/h die ganze Zeit. Ist gut, ja? Ja, ist motiviert natürlich, ja. Jungs. Wie habt ihr mir gefunden? Habt ihr uns schlafen gehört oder was? Ach so, Foto machen. Ja, ja, fix weg. Ja. Das motiviert Freunde. Darf man natürlich nicht aufgeben. Und ihr überall seid. Sind Kärnten alles? Okay, Kärnten mega schön halt. Ne? Nächste Station: Transport eines Verwundeten. Über eine Marschstrecke hinter uns, 800 Meter. Der Verwundete wiegt leider 800 Kilo. Der Verwundete wird mittels Bergetuch transportiert. Das heißt, für uns, alle müssen anpacken. Abwechseln. Verbunden ist leider Excel. Unterwegs. Ende der Station ist bereits die nächste Station. Fragen? Darauf erstmal ein High-Protein-Pudding-Grießbrei-Ding. Oh, Junge. Es wäre halt geil, wenn sich einer von denen da reinlegen dürfte, ne? Aber einfach nur Sand. No fucking excuses. Digga, Sascha Huber, Junge. Was für ein Animal. Ja, Sascha war vorher schon mal Militär, ich weiß, aber trotzdem krank. Das ist ja so anstrengend. Das nimmt kein Ende. Das nimmt kein Ende. Was für 800 Meter. Gefühlt schon auch Kilometer. Der Dude, der hängt sich ja richtig um. Kriegst du. Aber für mich verwundert. Beim KSK muss man als Gepäck noch einen Baumstamm mitnehmen. Okay, warum? Ich leg mich gleich dazu. Nächste Station. Sandsackstellung errichten. Die Sandsäcke müssen so geschlichtet werden auf die Palette, dass sie nicht umfallen. Waffe am Mann, Gepäck und Weste kann hier verbleiben. Fragen? Keine. Passt. Durchführen. Dankeschön. Einfach mal zwei. Da darf man sich nicht lumpen lassen, Freunde. Das heißt natürlich vier. Spaß. Oh, holy shit. Was mache ich da schon wieder, Alter? Mitten in der Junge, Nacht. Junge, Junge. Ich scheiß Sandsäcke drum. Was bauen wir da? Ein Haus oder was? Abwerfen. Digga, das ist doch so krass, ne? Keine Zeit für Jokes, gar nichts. Und du bezahlst auch noch richtig viel Geld dafür, wahrscheinlich für diesen Marsch. Fuck. Oh ja, zack. 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 Haben halt alle eine AOG, ne? Österreichische Waffe. Und? AOG ist gut. Fertig. Passt. Weitermachen. Keine Ahnung, wie die Maschine soll ich blind machen, aber. Ja. Boah, der wird immer schwerer. Sascha, die erste Gruppe ist falsch gegangen. Das heißt, jetzt müssen wir angasen, jetzt müssen wir Schub geben. Aber jetzt holen wir es ein und dann sind wir erster. Holen wir es ein. So. Übrigens, wir haben die fünfte Gruppe gestartet im 30-Minuten-Intervall. Also 2 Stunden aufgeholt. 5 bis 6 gemacht. Also ja. Crazy, man. No fucking excuses. Jeder. Eine Munke. Krokobox, warum nennst du mich Arschloch? Was soll das? Kassette, Munkiste, jeweils 5 Kilo. Jeder Mann eine. Was? Ja, genau. Munition. Ich hasse euch für eure Scheißidee. Ja, genau, das ist die Kiste. Digga, ist das anstrengend, Alter. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, ehrlich. Ich würde schon sagen, dass ich fit bin, aber ich wüsste nicht, ob ich das schaffe. Ich wüsste nicht, ob ich das schaffe, Chad, ehrlich nicht. Ich hab keine Luft mehr. Fußsohlen brennen, die Füße sind so weh. Ich bin halt eine Mimose, ne? Knie sind weh. Schultern haben richtig weh.
krass, dass er so durchzieht, wirklich. Jetzt gehen wir fette Grüße raus. Vielleicht ans Ehepaar 25, dass sie das ermöglichen, dass ich wieder zerstört sein darf. Und natürlich auch, ihr wisst Bescheid, Ambrosis. Das muss ich mal. Ja, mental halt, genau. Wenn ich da halt eine scheiß Blase oder sowas hätte, Digga, ich würde halt. Ambrosis, das hat sich nicht vorne. Kommt wieder am Eimer sein. Ja, tut mir und tut euch den Gefallen. 28.000 Fitnessprodukte warten auf euch. Ja, rein da. Meiner Meinung nach mit den besten Supplements, best preis leistungsverhältnis auf Training-Equipment, Trainings. Junge, wie kann man... Und? Jägerbataillon 25, härteste Ausbildung her in Österreich. Gibt es überhaupt entspannte Ausbildung beim Militär? I doubt it, oder? Gesunde Ernährung. Nicht nur Supplements reinballern, Freunde. Gesunde Ernährung genauso. Ja. Am besten vom Bros. Küsse euer Herz. Boah, das ist nice. Warum sagst du mir das erst jetzt? Die will mich leiden lassen. Ich krieg die Füße nicht mehr hoch. Die scheiß Schuhe habe ich zum heute zum ersten Mal an, Freunde. Absoluter Mistake. Nie neue Schuhe. Alter, eingelaufene Schuhe sind so wichtig bei sowas, glaube ich, ne? Ich will zum ersten Mal anziehen bei so einem fetten Mann. Der Kameramann muss, wird die ganze Zeit getragen. Der Kameramann hat echt gute. Wie schwer die sind. Die scheiß Dinger, Alter. Junge, 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 Junge. Die Blasen halt an den Füßen, ist halt gar nicht geil. Ich bin morgen auch wieder da, ja, Chat, safe. Ich bin morgen auch wieder online. Boah, Junge, Junge, Junge. Gerade jetzt nachts noch den Pace beizubehalten, ne? Schreiber haben's fein, ja, stimmt. Militärarzt, ne? Geht so, ne? Schlafen die denn auch, oder? Also... Elektrolyte. Es wird nur einige Stunden gehen, also keine Ahnung, wie das gehen soll. Kurz aushängen, weil mein unteres Kreuz sticht die ganze Zeit so rein, dass die Luft wegbleibt. Jetzt kommt der Schüttelfrost. Ah, nicht mehr direkt an 100 Kilometer Marsch. Boah. Junge, 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 Junge. Jetzt war die Pause 10 Minuten, nur 15. Ein Krokodil hinter ihm, er würde sprinten. Ja, really talk. In der Nacht. Ungefähr wieder, was dann, 2 Stunden später oder 3, keine Ahnung. Geht nicht. Aber echt. Menschen sind so krass, oder? Was unser Körper aushalten kann, wenn man sich drauf trainiert und vorbereitet, das ist so insane. Man, schon wieder ein scheiß Bergauf. Wieso gehen wir die ganze Zeit nach Bergauf? Na, ein paar Stunden. Dann sind wir da. Er hat sogar schon offen. Aber es ist ja echt. Junge, 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 Sascha. Ja, ich sag nichts mehr. Nein, wirklich, jetzt ist wie viele Kilometer sind denn das, die er da gelaufen ist? 50, 60, weiß man das? So, jetzt haben wir nochmal losgekommen. Und jetzt haben wir am härtesten Part. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das geht einfach nur extrem steil bergauf. Kleine Schritte. Einfach nirgendwie gehen. Eins ist wichtig, Freunde. No fucking excuses. Wenn ihr vor dem Projekt da was mitnehmen könnt, dann einfach niemals aufzugeben. Das ist ein 100-Kilometer-Marsch. Ein 100-Kilometer-Marsch in 24 Stunden. Also erstmal 100 Kilometer in 24 Stunden laufen, ist ja schon verrückt. Das ist ja wirklich schon, das ist ja wirklich komplett crazy. Du musst ja dann pro Stunde an die 5 Kilometer zurücklegen. Und 10 Minuten pro Kilometer ist schon echt sportlich, sag ich mal. Junge, Junge, Junge. Dickerchen, Alter. Wahnsinn, Wahnsinn. Mit einem 30-Kilo-Rucksack, das ist verrückt. Ich motiviere mich gerade, weil ich weiß, ihr gönnt euch das. Und ja, wenn ich da ein bisschen so eine Messe. Und 5000 Höhenmeter hoch und runter. Junge, Junge, Junge. Kann. Bist mit Sascha, zeigen, bist du deppert, was machst du? Das zeige ich gerne natürlich auch und hoffentlich kannst du den einen oder anderen. Großen Respekt an diesen Mann. Inspirieren. Großen Respekt. Die Kuh bestätigt. Die Kuh hat es bestätigt, wichtig. Junge, 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 Junge. Gedenkstätte. Ich begrüße Sie hier am Freudenberg zur Gedenkstation. Der Freudenberg. Jägerbataillon 25. Sie konnten die letzten Meter hier rauf die Namen aller verstorbenen Soldaten des Jägerbataillons 25 finden. Das jetzt so freudig ist. Erweisen wir Ihnen die Ehre und halten kurz inne.
Sie haben am Anfang des Marsches den Auftrag bekommen, auf sich persönlich Gedanken über die Worte mutig, tapfer und treu zu machen. Mutig im Sinne von Neues erfahren, tapfer. Dass ich immer alles gebe, treu. Die Treue gegenüber den Mitmenschen, Familie und den einzelnen Kameraden. Junge, wie krank. Bedeutet für mich, nicht hinzuschauen, wo andere wegschauen. Tapfer gegenüber. Die ganzen Ängste, was auf einen zukommen. Mutig bedeutet für mich, im Leben sich neuen Herausforderungen zu stellen und was für Leute. Die Komfortzone krank. Auch mal zu verlassen. Tapfer bedeutet für mich auch, wenn im Leben der ein oder andere Stein in den Weg gelegt wird. Was ich krass finde, ist, dass alle anderen so komplett in so, dass man hier mit so Buffons unkenntlich ja, gemacht sind. Er hier will gar nichts wissen, man hört ihn auch nie nicht. Draußen Weg macht oder ein Haus baut und eben nicht auf den einen oder anderen müssen Sie? Hater hört, sondern sein Ding durchzieht, an sich selbst müssen glaubt. Sie oder wie, warum? Und nicht, ja, wenn man irgendwann mal negatives Feedback warum müssen die? Bekommt, direkt aufhört, ruhig. Warte mal, ganz kurz, Chat. Ist das jetzt echtes Militär oder? Digga, okay, krass. Krass, Alter, holy shit. Gegenüber der Familie. Ja, Digga, ich dachte, Junge, ich bin so lost. Ja, ich dachte, das wäre so was, was man kaufen kann. So, man macht so einen Kurs, aber ja klar, ist echtes Militär. Freunde, Freundin und in diesem Fall Kameraden. Dass man füreinander da ist, in guten so wie in schlechten Zeiten. Eins. Finger am Abzug, Profi. 2, 13, 14, 15. Als ob. 16, die Armen. 24, 25. Das ist immer weit. Durchhalten. Wieso muss jetzt. Let's go. Alter. So, jetzt geht's bergab. Natürlich muss ich mal weiter. Schaut das aus wie ein Kurs? Nein, tut's nicht, Digga. Über 3 ist, glaube ich. Mach Boxkampf mit der Frau, die würde mich so auseinandernehmen. Die würde mich so auseinandernehmen. Und nicht in einem guten Sinne. Die würde mich kaputt schlagen. Jeder von diesen Menschen könnte 10 von normalen Menschen einfach easy auseinandernehmen. Da könnt ihr für. Also so eine Spezialeinheit, ehrlich. Spezialeinheit, Soldaten und so KSK und sowas. GSG 9, diese ganzen Spezialtruppen. Die könnten locker easy 5 Leute hintereinander auseinandernehmen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ganz krass. Ja, meine Mutter macht auch jeden Donnerstag so einen Kurs. Ja, die geht Pilates und danach 100 Kilometer Militärmarsch. Junge, es ist Junge, Junge. Die Barrettverleihung. Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern. Das sind Jäger, da gibt's keine Selbstverteidigung. Jäger ist, Chat, was ist ein Jäger? Jäger ist jemand, der ja angreift, ne? Aber wenn ja Jäger angegriffen wird, verteidigt er sich. Die werden ja auch Martial Arts, Faustkampf und sowas gelernt haben, oder? So war der Schulweg von meinem Vater. Wir sind da. Barrett, haben wir uns jetzt verdient. Es geht nicht mehr. Du gehst trotzdem. Ja, Infanterie, genau, ja. Aber natürlich werden die. Weiter und weiter. Ja, ein Kampfsportler wird natürlich gegenüber einer Spezialeinheit überlegen sein. Aber gibt einer Spezialeinheit eine Waffe, gibt einer Spezialeinheit einen Löffel oder ein Messer und sowas, und die nimmt dich auseinander. Wisst ihr, was ich meine? Niemand redet was stundenlang nicht. Jeder Schritt. Krass, Alter. Krass. Das ist ein Fallschirmjäger, ja. Fallschirminfanterie, ja. Das Teil holen wir nach Hause. Crazy, Junge. Korporal, Huber! Der Herr Korporal Huber hat im Rahmen einer freiwilligen Milizarbeit im Zusammenhang mit seiner beruflichen Tätigkeit, die vor allem bei den geil, Jungen geil. Extrem bekannt ist, also mein Bub war aus dem Häusl, wie er das Video gekriegt hat. Der hat ganz, ganz genau gewusst, wer... Er ist Corporal. Corporal ist... Er war ja mal beim Militär, jetzt aber nicht mehr, kann aber deshalb trotzdem an der Übung teilnehmen. Eine Privatperson könnte das nicht. Corporal, was ist das für ein Rang? Das ist genauso wie seine Freunde. Bei uns am Barrettmarsch teilgenommen. Das, was man auch dazu sagen muss, ist... Sein Betätigungsfeld ist... Ach so, er ist bei der Miliz, das ist neben dem Militär, also... Er im Kraftbereich. Was heißt Miliz? Das heißt, Miliz ist die... Das ist im Österreich das freiwillige Heer dann. Also ich habe die Möglichkeit, eingezogen zu werden und kann dann freiwillig theoretisch dem Land dienen, oder wie ist das? Gell. Dritter Rang von wie vielen? Also dritter von unten dann, ne? Und nicht hundertprozentig im Ausdauerbereich. Und da ist ja in Österreich nochmal anders als in Deutschland. Er ist es auch. Umso erwähnenswerter. Genau, Milizsoldaten sind Männer, Frauen, die ihren Grund für einen Ausbildungsdienst geleistet haben und in der Einsatzdefinition des Bundesheeres weiterhin Aufgabe wahrnehmen. Ja, das gibt's in Deutschland eine Miliz? Nein, in Deutschland gibt es ja nur die Grunddienstwehrleistung, oder? Also die Reserve, Reservisten, oder? Ja, genau. Die Leistung, die du da vollbracht hast heute im Rahmen vom Marsch, gell? Und dass du den Marsch bis zum Schluss. Aber eine Privatperson könnte jetzt, wenn sie nicht in der Miliz gewesen wäre, das nicht machen, das wollte ich wissen. Trotz
Wehwehchen. Und die Wehwehchen kommen, weil er Schuhe anhat, die er gestern ausgepasst hat. Okay. Abgeschlossen hast. Dazu möchte ich dir ganz herzlich gratulieren und darf auch dir das weinrote Barett übergeben. Krass. Gratuliere. Dankeschön. Wenn man das hat im Militär, ist es schon was wert, ne? Oh, wie cool. Guck mal, hier ist ein Fallschirm dran an dem Fähnlein. Wenn ich noch ein, zwei Worte sagen darf, danke für die ganze Organisation. Hat alles tippitoppi funktioniert. Respekt an alle, die mitgemacht haben. Ich kann nur sagen, alles Maschinen. Digga, der Typ ist eine Maschine. Wahnsinn. Dankeschön. Ist das Army-RP? Ja, das ist Army-RP, genau. Wieso hat es bei ihm eine goldene Fahne und Farbe und bei ihm eine silberne? Erst vom Rang höher oder wie ist das genau? Ach so, Freunde, jetzt geht's nochmal weiter in die Kassieren. Also ich glaube, ein paar Kilometer müssen wir dafür noch ballern. Aber das ist doch jetzt auch mehr. Er ist Rang höher, okay, er ist der Ausbilder, okay. Krass. Der mit Gold ist Offizier, alright. Digga, ich sag's dir ehrlich, wenn dir die Jungs entgegenkommen, da musst du schon Sorge haben, ne? Also ich glaube, Österreich ist militärisch schon krass aufgestellt, genauso wie die Schweiz. Das ist schon echt crazy, ne? Okay, ich glaub. Ach, das ist ein Admin, okay. Das ist ein RP-Admin, okay. Kann man hoffen, dass Sascha jetzt kein VDM oder sowas macht, ne? Krasses Video, Sascha, sehr interessant. Sehr geil, wirklich. Gigant fliegt gleich mit Jet rüber. Ja, imagine. Muss man das jetzt mitmachen, weil er hat die Mütze ja schon. Also kann er nicht einfach zu Hause fahren? Kameramann auch krank, ne? Erinnert euch zurück an das, was ich euch bei der Eröffnung gesagt habe. Gell? Dort, wo der Kopf sagt, es ist vorbei, ist es beim Körper noch nicht vorbei. Und das war der Zweck, um euch das zu beweisen. Krank. Wenn ihr ausgeschnauft habt, wenn ihr gegessen habt, geduscht seid, Schweizer Garde ist heftig, denkt über das nach, was ihr da drüben gedacht habt. Ich habe nur eure Blicke gesehen. Krank, Alter. Und es geht trotzdem weiter. Er muss mitmachen zum Schluss wegen Fail-RP, okay. Das ist nur da oben. Herzliche Gratulation zur Erbrochen. Schauen wir jetzt auch mal an von Sascha, diese Jagdkommando-Reihe. Der Rettmarsch, super Leistung erbracht. Und auch jetzt das letzte Stickel mit dem Legionärsmarsch. Tadellose Leistung. Das war jetzt endgültig. Das war jetzt der Abschied. Junge, krass. Und fucking abtreten. Sascha Huber, du bist eine gottlose Maschine. Das ist Wahnsinn, wirklich. Krass. Trimax ja auch beim KSK. Trimax der Rambock vom KSK, Junge, wenn mal eine Tür aufgebrochen werden muss. Nächste Challenge ist rein in die Kommentarbox damit, was ihr sehen wollt. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und nicht vergessen, Sascha 10 regelt. Kuss. Junge, ja. Krass, Sascha Huber, Junge.